Herzlich willkommen zu Radio TV IBS Liberty und Liberty and Peace Now, einem internationalen Medienprojekt für Menschenrechte. Ungeachtet von Grenzen, ungeachtet von Sprachbarrieren und ungeachtet von kulturellen Grenzen. Wir versuchen, Brücken über Grenzen zu bauen und Menschen miteinander zu verbinden. Und wir versuchen seit dem Jahr 2006 auch Informationen zu vermitteln, um Menschen zu helfen in Deutschland und in der Welt, damit sich vielleicht Gerechtigkeit und Frieden auch in Deutschland küssen können, nach dem Psalm 85. Mein Name ist Andreas Klamm-Sabaoth, Redaktionsleitung, französisch-deutscher Journalist und Gründer von Liberty and Peace Now Human Rights Supporters. Nach der gleichnamigen Serie im Internet, nach der gleichnamigen Radio- und Fernsehserie und nach dem gleichnamigen Buch, das Sie in jeder deutschen Buchhandlung, auch in Österreich, in der Schweiz und in Frankreich, in Großbritannien und in den USA kaufen können. Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Sie kennen die Meldungen in Deutschland, wonach Fachkräfte in Deutschland händeringend gesucht werden. Und am Telefon begrüße ich gleich in einem nachfolgenden Interview einen Arzt, der an einer der besten Universitäten in Deutschland studiert hat, an der Universitätsklinik in Tübingen, dazu auch noch in der Neurologie gut ausgebildet ist und sogar eine Doktorarbeit geschrieben hat. Obgleich wir tagtäglich die Meldungen über Fachkräftemangel in Deutschland lesen und hören und sehen können, kann dieser Arzt, Afshin Seresti, der gerne Menschen in Deutschland helfen will, leider Menschen in Deutschland noch nicht helfen. Wir versuchen zu erörtern und Ihnen die Gründe zu vermitteln, weshalb es einem gut ausgebildeten Arzt, der dazu noch auch deutscher Staatsbürger, leider immer noch nicht möglich ist, in Deutschland Menschen zu helfen, die so dringend auf Hilfe hoffen. Vielleicht ist es mit diesem Beitrag möglich, Hilfe zu vermitteln für einen Arzt, der gerne helfen will, und für Menschen, die in Deutschland gerne Hilfe suchen und auch brauchen. Radio TV IBS Liberty und Liberty and Peace Now Human Rights Supporters, internationales Medienprojekt für Menschenrechte, heute mit einer Sonderausgabe zum Thema Fachkräftemangel, und mit einer Fachkraft bin ich heute verbunden, mit der ich mich auch unterhalten werde, und wir werden darüber sprechen, weshalb diese voll ausgebildete Fachkraft, die in Deutschland studiert hat, nicht in Deutschland als Arzt arbeiten kann. Mein Name ist Andreas Klamm. Wenn Sie weitere Informationen suchen zum internationalen Medienprojekt von Liberty and Peace Now Human Rights Supporters, dann können Sie bei uns auch im Internet vorbeisehen bei radiotvinfo.org oder bei www.libertyandpeacenow.org. Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. In Deutschland werden händeringend Fachkräfte gesucht. Techniker, Ingenieure, Anwälte und auch Ärzte. Und mit einem Arzt bin ich verbunden, der sollte normalerweise jetzt gar nicht am Telefon verfügbar sein, sondern in einem Krankenhaus arbeiten, vielleicht in der Notaufnahme, vielleicht in der Chirurgie, vielleicht in der inneren Medizin und Menschen helfen. Leider ist das dem Herrn Afshin Seresti nicht möglich, obgleich er deutscher Staatsbürger ist. Hallo und herzlich willkommen nach Frankfurt. Ja, herzlichen Dank. Ja, guten Tag, Herr Klamm. Sie würden gerne in Deutschland als Arzt arbeiten und Menschen helfen. Selbstverständlich. Das ist auch mein Ziel, den Menschen auch zu helfen. Aber momentan ist mir nicht möglich. Sie haben Ihre Ausbildung, Ihr Studium als Arzt in Deutschland absolviert, ist das richtig? Selbstverständlich. Ich habe an der Universität Tübingen Medizin studiert. 2004 habe ich mein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen. Und nach dem 2004 habe ich nach dem Ausbildungsplatz gesucht, im Fach Neurochirurgie oder Neurologie. Aber leider hat es nicht geklappt, wie es das sein sollte. Zu Ihrem Lebenslauf, woher kommen Sie ursprünglich, wo wurden Sie ursprünglich geboren? Ich bin ein kleiner Staat im Norden des Iran, heißt Babol, geboren. Und da bin ich auch aufgewachsen. Und da war ich 2 Jahre in Teheran. Wegen meinem Studium Medizin in Teheran bin ich gewesen. Dann habe ich Medizinstudium abgebrochen.
wegen meiner sozialen Probleme oder überhaupt die sozialen Probleme, die in Iran gibt, habe ich Iran verlassen, nach Deutschland gekommen, um eine neue Kultur und Freiheit praktisch hier genießen dürfen. Wie lange leben Sie in Deutschland? Ich bin seit 20 Jahren in Deutschland. Sie sprechen fließend Deutsch. Haben Sie die deutsche Sprache im Iran oder in Deutschland gelernt? Ich habe die deutsche Sprache in Deutschland gelernt. Sie sind deutscher Staatsbürger geworden. In welchem Jahr sind Sie deutscher Staatsbürger geworden? Wann wurden Sie eingebürgert? Seit zweieinhalb Jahren. Etwa. Seit zweieinhalb Jahren. Genau. Woran liegt es, dass Sie in Deutschland, obgleich Sie gut ausgebildeter Arzt sind, fließend Deutsch sprechen, eine wunderbare Qualifikation haben, dazu noch an einer der besten Universitätskliniken in Deutschland studiert haben, der Universität in Tübingen. Weshalb dürfen Sie in Deutschland jetzt nicht arbeiten? Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Die Sache ist so, nach dem Studium Medizin 2004 in Tübingen, habe ich mich beworben und habe ich immer keine Rückmeldung erhalten. Und wenn ich mich auch darüber vorgestellt hatte, bei einem Vorstellungsgespräch, ich habe immer komische Fragen oder komische Verhalten immer gespürt. Ich habe nicht daran gedacht, bis 2007. 2007 habe ich erfahren, in einem kleinen Klinik, dass ich eine Akte bei dem Verfassungsschutzbehörde habe. Bedeutet, dass ich einen Eintrag habe bei der Verfassungsschutzbehörde. Und ich kannte die Verfassungsschutzbehörde nicht. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert über diese Aussage der Personal, medizinische Personal und auch von der Verwaltung des Klinikums. Und dann habe ich mich auch an die Verfassungsschutzbehörde gewandt, um eine Auskunft gebeten. Und sie haben mir geschrieben, dass ich einen Antrag habe. Aber sie haben mir nicht geschrieben, worum es geht. Über den genauen Einträge war ich nicht informiert und bin ich noch nicht auch informiert. Gegen diesen Eintrag habe ich 2008 eine Klage erhoben bei dem Verwaltungsgericht in Wiesbaden. Verwaltungsgericht Wiesbaden zieht einen Vergleich und dann schließt diesen Eintrag an. Das heißt, wir haben entschieden, dass dieser Eintrag geschlossen und gelöscht werden sollte. Aber ich habe dieses Gefühl und ich habe durch Aussagen von anderen und weil ich das gleiche Problem nachhinein immer habe, ich habe eine sehr starke Vermutung, dass mein Eintrag noch nicht geschlossen worden ist oder gelöscht worden ist, wie das sein sollte. Das heißt, die Verfassungsschutzbehörde hatte nicht daran gehalten, an dem Entscheidung des Gerichts nicht gehalten und meinen Antrag nicht gelöscht haben. Und ich habe weiterhin Probleme, weil mein Antrag mit allen Kliniken, wie vorher von dem Klinikum Kassel gehört habe, ist auch vernetzt sein und dadurch bekomme ich ständig Probleme. Zu Ihrer Lebensgeschichte. Ihre Mutter ist jüdischen Glaubens, ist das richtig? Ja. Wie ist es denn für Ihre Familie im Iran, was eine islamische Republik ist, als jüdische Familie zu leben? Wie kann man sich dieses Leben vorstellen? Eigentlich ist es nicht einfach. Aber ich möchte ich auch das sagen, und das ist auch meine ehrliche Antwort, dass ich wirklich meine ehrliche Stellungnahme dazu, was Sie auch mir gefragt haben. Was ich in Deutschland erlebt habe, haben meine Verwandte in Deutschland, im Iran nicht erlebt. Wirklich. Diskriminierungen, seelische Terrorisierungen, kein Recht auf Arbeit und Bildung, Beschimpfungen in Deutschland erlebt haben wir im Iran nicht erlebt. Ich habe ehrlich gesagt Iran verlassen, um hier nach Prinzip des Westens die Menschenrechte hier zu erleben, und auch mich hier zu integrieren, wie ich auch wirklich gemacht habe. Aber trotzdem habe ich immer eine Abneigung von der Gesellschaft gespürt, aber die Schuld daran sind nicht die Gesellschaft, sondern die Verfassungsschutzbehörde, dass sie mich
fälschliche Weise oder weil sie die Sache nicht nachgegangen sind, einen Eintrag für mich gemacht haben und mich als Feindbild hier dargestellt haben. Und dadurch ständig bekomme ich diesen seelischen Druck, und als Feindbild dargestellt zu werden, ist es auch nicht so. Sie sind jüdischen Glaubens, ist das richtig? Ja. Doch Sie sind mehr in einer säkularen Welt, das heißt also kein frommer Jude. Das heißt, Sie gehen nicht... Ich bin kein frommer Mensch, ja. Sie leben in einer säkularen Welt, weltlich orientiert, weltoffen, und Sie gehen auch gerne auf Menschen zu. Verstehe ich das richtig? Und Ihnen ist in Deutschland viel Leid und Unrecht geschehen. Können Sie etwas beschreiben, wann oder wie Ihnen die ersten Formen der Diskriminierung, der Diffamierung und auch der Denunzierung geschehen sind, auch am Arbeitsplatz? Ja, selbstverständlich. Es war 2004 bis 2008 durfte ich überhaupt nicht arbeiten. Das heißt, 4 Jahre, dass ich zu Hause gesessen und habe ich auch ein Buch über die Bandscheibe Vorfall für Leier, praktisch ein Wellnessbuch, habe ich geschrieben, dass die Leute oder die Patienten sich informieren dürfen über die Probleme oder überhaupt über Therapie, über Beschwerden der Bandscheibenvorfälle. Und 2008, für 6 Monate, ist eine Stelle eingetreten. Und in dieser Zeit durfte ich überhaupt nicht, was Wichtiges bedeutet, war ich auf dem neurochirurgischen Klinik und durfte ich auch da nicht operieren. Genauso, dass sie auch jemanden irgendwo eine Klinik holen, der will Chirurg werden, aber sie lassen ihn nicht, dass er operiert. Erstens. Und zweitens, während ich da gearbeitet habe, ständig mit dem Mobbing und mit den Benachteiligungen auch betroffen war. In dem Sinn, dass sie mir auch keinen Nachtdienst gegeben haben und so weiter. Und in einem Klinik auch während dem Mittagessen bin ich auch wegen meinem jüdischen Ahnen auch beschimpft worden. Und ich habe auch mit dem Klinikdirektor habe ich auch gesprochen und habe ich ihm mitgeteilt, dass das nicht sein sollte. Respekt gegenüber 6 Millionen Juden, die in diesem Land gestorben sind, in diesem Land auch ihrem Leben verloren haben, so darf es nicht wiederholt werden. Und ja, aber am Ende bin ich vor die Tür gesetzt worden, bin ich da gekündigt worden, und diejenige, die das getan hat, sie hatte sich ständig gesagt, nein, sie hatte das nicht getan oder versucht, die Sache zu vertuschen, und sie ist auch in dem Klinik geblieben. Sie wurden aufgrund Ihres jüdischen Glaubens diffamiert, denunziert, und Ihnen wurden berufliche Nachteile geschaffen. 100%, ja. Wie fühlen Sie sich jetzt nach diesen schrecklichen Erfahrungen? Ich fühle mich ehrlich gesagt so, dass meine Seele verbrannt ist. Ich habe ehrlich gesagt mit einem guten Mut bin ich nach Deutschland gekommen. Sie haben von mir einen Mensch gemacht, das jetzt fast keine Gefühle von anderen, keine Vertrauen von anderen Menschen hat. Und das finde ich sehr schade. Ich meine, dass man die anderen Menschen hierher holt und mit dem guten Sinn, dass sie sich hier integrieren. Ich habe mich auch schon hier gut integriert. Und ich habe auch hier Medizin studiert und ich habe versucht, auch den anderen Menschen zu helfen, dass man diesen Menschen als Feindbild aufstempelt und versucht man, diese Menschen zu diskriminieren. Das ist nicht der richtige Weg. Frau Merkel und die Regierung spricht die ganze Zeit über die Integration der Ausländer. Aber das ist nicht der Weg, dass man die Ausländer hier integriert. Das ist der falsche Weg. Dass dadurch am Rücken der Ausländer versucht man, den politische Stimmung machen und Wähler gewinnen. Das ist nicht der richtige Weg.
Sie haben leider in Deutschland die schlimme Erfahrung machen müssen, dass Sie Menschen begegnet sind und leider auch Behörden, konkret dem Verfassungsschutz, die gearbeitet haben, wie diese normalerweise nicht arbeiten sollten. Ja. Es sind Fehler gemacht worden. Eine Entschuldigung ist Ihnen noch nicht gegeben worden. Man hat Sie nicht um Entschuldigung. Man hat Sie noch nicht um Entschuldigung gebeten. Es ist auch keine Rede von einer Wiedergutmachung. Was ist Ihr Wunsch? Gestern habe ich ein Schreiben an den Verfassungsschutzbehörde geschickt und habe ich denen nochmal die Möglichkeit gegeben, dass wir die Sache in einem Gespräch zu lösen. Und ich habe denen auch geschrieben, ob ich für mich diesen Akten besteht, weil der Verfassungsschutzbehörde weiterhin verneint und er versucht, die Sache geheim zu halten. Aber ich höre von anderen, die sind auch bereit zu bezeugen, dass sie auch mit dem islamischen Terrorismus, Herr Klamm, in Verbindung gebracht haben. Ich war nicht Moslem, geschweige denn ein islamischer Terrorist zu sein. Ich meine, die wollen im Namen der Sicherheit wirklich die Menschen hier deformieren und diskriminieren oder wirklich die wollen unsere Sicherheit gewährleisten. Welche ist das? Ich habe das Gefühl, in meinem Fall, bezüglich meines Falles, die wollen die Sicherheit nicht gewährleisten. Sie wollen hier die Migranten in allen Formen, in jeglichen Formen zu diskriminieren, zu deformieren, damit sie diese Ausländer nicht die Schlüsselrolle hier bekommen. Das heißt, obgleich Sie jüdischen Glaubens sind, wurde Ihnen der absurde Vorwurf gemacht, von wem auch immer, das sei jetzt dahingestellt, Sie in Verbindung mit islamischem Terrorismus zu bringen, verstehe ich das richtig? Ja, genau. Waren Sie je in einer Moschee oder haben Sie... Nein, ich war nie in einer Moschee. Ehrlich gesagt, ich war, als ich in Iran war, weil die iranische Regierung versuchte, die Menschen ja mit den verschiedenen Verbote und mit verschiedenen Druckmitteln die Menschen in den Moschee zu schicken. Da bin ich sogar, habe ich mich gewehrt und bin in solchen Moschee überhaupt nicht hingegangen, obwohl von meinen mütterlichen Seiten habe ich jüdischen Vorfahren und solchen Druckmitteln durften auch die iranische Regierung nicht auf mich ausüben. Aber hier in Deutschland, ehrlich gesagt, Sie wissen, ich bin ein säkularer Mensch, ich habe mit dem Moschee und mit dem Islamisten und Terroristen habe ich gar nichts zu tun. Ich vertrete die deutsche Verfassung und die Menschenrechte. Und da ich habe immer für sie plädiert und ich habe auch für die Menschenrechte habe ich mich engagiert. Sie helfen auch weiteren Flüchtlingen aus dem Iran, ist das richtig? Selbstverständlich. In welcher Organisation helfen Sie weiter? Das ist Internationale Föderation der iranischen Flüchtlinge. Was das für ein... heißt IFIR oder Unternahme Hambastegi. Das ist ein säkularer Verein, das meistens eine soziale Arbeit tut, um den Problemen der Flüchtlinge und ihre Rechte einfach kümmert. Und auch in Verbindung mit dem Abgeordneten in Berlin auch die Sache löst. Das heißt, Sie sind sozial engagiert und helfen weiteren genau. Menschen genau. in Not, was Sie auch gerne in Deutschland als Arzt machen möchten. Künftig wollen Sie auch als Arzt in Deutschland arbeiten. Selbstverständlich. Ich möchte auch als Arzt arbeiten. Ich habe eine Fähigkeit und diese Fähigkeit möchte ich umsetzen. Es geht nicht um Geld, es geht nicht nur um finanzielle Mittel. Herr Klamm, wenn jemand ohne Arbeit ist oder arbeitslos ist, ist es wie eine Krankheit. Bedeutet die Fähigkeit, dass er hat, nicht umsetzen kann oder umsetzen darf. Das ist einfach schade. Ich finde es, dass für ein demokratisches Land, Deutschland, dass die Leute in der Macht sind und versuchen, einen Migrant, der hier Fuß gefasst hat, und versucht er, mit vielen Problemen zu gekämpft hat und hier was erreicht hat, mit allen Mitteln zu unterbinden und ihm nicht die Möglichkeit geben, ihn sich hier weiter zu
hilft oder nicht eine Schlüsselrolle bekommt. Viele Menschen sind auf ihre Geschichte aufmerksam geworden in Tübingen und auch im Internet durch eine Initiative für eine Sammelklage. Aber das erste Ziel ist jetzt nicht für Sie, eine Klage zu realisieren oder eine Sammelklage durchzuführen. Ist es richtig? Ja, es ist ehrlich gesagt, in dem Sinn möchte ich im Moment nicht so viel darüber reden. Es besteht eine Sammelklage, aber es gibt auch viele Zeugen, da muss auch abgeholt werden. Und was sie meinen, was ist überhaupt die Tatsache ist, da muss man auch rechtlich die Sache überprüfen. Und wenn die Sache so steht und wenn die Verfassungsschutzbehörde einfach darauf beharrt, dass das so sein sollte, dass sie ihre Fehler nicht akzeptieren möchte, in meinem Fall, dann besteht diese Option, dass ich diese Option ziehe und eine Sammelklage mache. Aber im Moment, ich glaube, ich bin zu froh, darüber zu sprechen. Ihnen ist es wichtiger, mit Menschen sprechen zu können, den Dialog offen zu halten und Sie möchten gerne 100%. Arbeiten. Ich glaube, die Menschen haben keine andere Wahl als Dialog. Die Menschen, die keinen Dialog hatten, die sind immer gescheitert. Ein weises Wort, ein wahres Wort. Jetzt ist leider sehr viel in Ihrer Lebensgeschichte kaputt gemacht worden in Deutschland, ausgerechnet in dem Land, in dem Sie so viele Hoffnungen mitgebracht haben, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung aufrechtzuerhalten, Glück, Frieden, Freiheit und Freude auch zu erleben und Menschen helfen zu können. Wenn jetzt die Behörden einsehen und auch einige Menschen erkennen, dass Fehler gemacht wurden, wie könnte es möglich sein, ihnen zu helfen, wieder in ein gutes Leben zurückzufinden in Deutschland, damit Sie gut arbeiten können. Stellen Sie sich das vor? Ich erwarte einfach, Fehler kann passieren. Das ist gar keine Schande. Aber das Problem ist das, dass diejenige, die das Fehler gemacht hat, ihr Fehler erkennt, sich entschuldigt bei anderen und versucht, diesen Fehler, so weit es möglich ist, rückgängig zu machen. Damit das Leben von anderen auch nicht schwer macht. Können Sie sich vorstellen, in katholischen, evangelischen oder auch in Krankenhäusern von Städten und der Länder zu arbeiten? 100%. Ich bin sehr offen auf allen Menschen. Die sind auch, die Religion ist eine Orientierung. Orientierung zu Liebe, zu Menschlichkeit. Die Religionen sind da, damit die Menschen zusammenkommen. Die Religion ist nicht da, damit die Menschen auseinandergehen. Ich bin selber kein frommer Mensch und ich praktiziere keine praktische Religion. Aber die Leute, die das tun und ihre private Sache ist, dann respektiere ich. Das ist gar kein Problem. Wie stellen Sie sich den weiteren Weg in Deutschland jetzt konkret vor? Ich stelle mir so vor, dass ich in diesem Land mir die Möglichkeit gegeben wird, Fuß zu fassen. Bedeutet, meine Leistungen anerkannt werden. Dass ich hier die Möglichkeit bekomme, wie ich, genauso wie anderen, das Recht bekomme, Recht auf Arbeit bekomme, Recht auf Bildung bekomme, gegenüber Diskriminierung, gegenüber Beschimpfungen einen Schutz bekomme und so weiter. Sie haben auch eine Doktorarbeit geschrieben? Selbstverständlich, ja. In welchem Bereich haben Sie eine Doktorarbeit? Ich habe über die Krankheitsverhalten der iranischen Migranten. Ich habe mit dem iranischen Migranten zu tun gehabt und ich habe eine empirische Dissertation geschrieben. Und diese Dissertationsarbeit, ich habe seit Jahren habe ich eingereicht, aber der Doktorvater oder praktisch der Institut, der das bearbeiten sollte, seit Jahren das verzögert und die meinten es, dass sie keine Zeit hatten, das zu lesen oder dass sie keine Zeit haben, das zu lesen. Und ich habe noch nicht meine Doktortitel bekommen. Sie suchen jetzt eine Universität, eine Einrichtung oder auch einen Doktorvater, der sich Zeit nimmt, auch um Ihre Dissertation, Ihre Arbeit, Ihre Doktorarbeit zu lesen. Das ist selbstverständlich. Wenn jemand das hört und ich habe meine Doktor
versuche ich, und dass er diese Arbeit liest und dass ich auf diese Arbeit einweichen kann. In welchen Bereichen? Das kann auch ein Soziologe sein, das kann auch ein Epidemiologe sein, das kann auch ein Psychologe sein. Der sich Ihre Arbeit durchliest und dann möglicherweise, dass Sie auch Ihren Doktortitel erhalten, der Ihnen natürlich auch zusteht, wenn entsprechend Ihre Doktorarbeit gut bewertet wird. 100%, ja, so ist das. Wenn Sie jetzt die Chance haben, dass vielleicht in einigen Wochen, in 2, 3, 4 Wochen eine Wiedergutmachung in Deutschland geschehen sollte aufgrund des Unrechts, was leider entgegen der Gesetze und entgegen des Rechts in Deutschland, entgegen der rechtsstaatlichen Prinzipien und der freiheitlichen Grundordnung in Deutschland Ihnen angetan worden ist. In welchem Bereich möchten Sie ganz gerne als Arzt versuchen, wieder neu Fuß zu fassen? Ich würde gerne im Fach Neurologie, ich habe fast zwei Jahre Neurologie gemacht. Das heißt, ich möchte diesen Neurologie fortsetzen, weil ich habe so viel Zeit verloren. Und dann möchte ich noch 3 Jahre das machen, damit meine Facharztausbildung auch fertig bekomme oder beende. Sie haben noch Hoffnung in Deutschland und auch für die Menschen in Deutschland? 100%. Ich habe mit Sicherheit, möchte ich kämpfen. Ich kämpfe nicht nur für mich. Das ist eine Ungerechtigkeit, dass es geschehen ist. Das ist ein Fehler, der passiert ist. Und soll man nicht stillschweigen? Wenn kann sein, dass es heute bin ich betroffen, morgen das können zum Beispiel Sie oder die anderen Zuhörer auch betroffen sein. Und ich kämpfe für alle. In dem Sinne kämpfe ich für alle. Auf Deutschland lastet die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. 55 Millionen Kriegstote auf Deutschland lastet auch die Geschichte des Holocausts, in dem 6 Millionen Menschen jüdischen Glaubens ermordet worden sind. Sie sind ein Mensch jüdischen Glaubens. Was können Sie den Menschen in Deutschland empfehlen? Wie können die Menschen in Deutschland mit ihrer Geschichte und der Aufarbeitung der Geschichte in Deutschland umgehen und auch mit Menschen jüdischen Glaubens, um die Hand zur Versöhnung zu reichen, statt der Ablehnung, statt der Angst oder überängstlichen Verhaltens? Ich meine, Verbrechen des Hitler-Regimes kann man das nicht leider ändern. Es ist passiert. Aber was man machen kann, ist, dass die Verantwortung übernehmen. Dass man auch den Diskriminierungen, Antisemitismus, die alltäglich sieht, auch den Mund aufmacht und Zivilcourage zeigt. Das ist der Weg. Das ist in unserem Hand. Sie sind in der Lage, auch den Menschen in Deutschland die Hand zur Versöhnung, die Hand zur Vergebung und die Hand zur Freundschaft zu reichen? 100%. Selbstverständlich. Ich denke nicht. Ich habe das Gefühl nicht. Ich denke auch nicht, dass die Menschen, die in Deutschland leben, dafür verantwortlich sind. Das heißt, direkt verantwortlich sind für Skandale in Bezug meines Falles. Sondern da sind die Leute, die falschen Leute in den falschen Positionen, die irgendwas, wie sagt man, veranstalten, irgendwas vorantreiben, dass sie eigentlich weder gesetzlich dürfen, noch moralisch dürfen. Und von daher, ich bin mit dem Deutschland und mit deutschem Volk sehr gut verbunden. Und Deutschland ist mein Heimatland. Ich habe über die Hälfte meines Lebens in Deutschland verbracht. Wie reagiert Ihr Umfeld, das heißt also auch Ihre Freunde in Deutschland oder Ihre Familie, auf die falschen Anschuldigungen, ja, die Ihnen gemacht worden sind? Sie sind empört, sehr empört über die Sachverhalt, über diesen Skandale, die bezüglich meines Falles passiert ist, die sind relativ sprachlos. Und die schütteln einfach den Kopf. Gibt es Menschen in Deutschland, die Ihnen jetzt konkret helfen und Sie unterstützen, damit Sie wieder zurück ins Arbeitsleben kommen und als Arzt Menschen in Deutschland helfen können, ungeachtet immer, woher auch immer diese kommen möchten? Ja, selbstverständlich. Die Menschen helfen immer sich gegenseitig.
Es gibt auch Menschen, die in Positionen sind und sie wissen es. Es gibt im Fach Neurologie viele Assistenzärzte gebraucht wird. Und sie können sich auch mit mir in Verbindung setzen. Wenn sie auch mit Ihnen in Verbindung gesetzt haben, sie können selbstverständlich meine Telefonnummer, meine Adresse auch da denen auch hinterlassen. Sie können auch mit mir in Verbindung setzen. Und dass ich da von denen auch lerne und später die Lernfähigkeiten, die ich von denen erworben habe, für anderen Menschen auch einsetze. Das ist halt so. Vielleicht können wir eine Brücke über Grenzen hinweg bauen, eine Brücke über kulturelle Grenzen, eine Brücke über Sprachbarrieren. Wenn es jetzt einen der Zuhörer gibt, vielleicht aus dem Fach Medizin, aus dem Fach der Neurologie, unter welcher E-Mail-Adresse kann sie möglicherweise ein Arbeitgeber, ein künftiger Arbeitgeber, ein Krankenhaus, sei es katholisch, evangelisch oder sei es städtisch oder sei es ein Landeskrankenhaus, unter welcher Adresse kann man sie erreichen? Unter der Adresse Seresti, S wie Siegfried, E wie Emil, R wie Richard, E wie Emil, S wie Siegfried, T wie Theodor, I wie Igel, @freenet.de. Also noch einmal zum Mitschreiben, die E-Mail-Adresse, unter der Sie erreichbar sind, der Arzt erreichbar ist, Afshin Seresti, seresti@freenet.de. Genau. Abschließende Worte für heute in diesem ersten Interview zur Situation von Fachkräften, die in Deutschland auf eine Chance hoffen und nach einem Arbeitsplatz suchen. Glaubt? Ich habe ja? Ein kleines Gespräch mit dem Zuhörer. Ich möchte das auch sagen, dass die Werte und Schätze in einer Gesellschaft sind nicht die schönen Straßen, die sind nicht die schönen Gebäude, sind unsere Demokratie, die sind unsere Menschenrechte, die seit Jahren, seit hunderten Jahren hier existiert und viele Menschen auch davor auch sogar ihr Leben eingesetzt haben. Man soll diese Schätze auch gut bewahren. Die sind sehr, sehr wichtig. Man darf nicht im Namen der Sicherheitspolitik oder in irgendwelchen anderen Namen versucht man in einem kleinen Willkür oder in eine Staatswillkür zu gelangen. Bitte, die Zuhörer, sie sollen im Falle der Diskriminierungen, im Falle der Antisemitismus, im Falle der Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit, nicht stillschweigen, sondern den Mund aufmachen, die kleine Presse auch benachrichtigen. Die sind diejenigen, die unsere Demokratie vorantreiben. Das ist ein bewegendes Abschlusswort. Herr Afshin Seresti, ich wünsche Ihnen für die Zukunft nur das Beste und vor allen Dingen, dass Sie auch wieder Wiedergutmachung und Frieden und Gerechtigkeit in Deutschland finden werden und demnächst bald in Ihrem Fachgebiet als Arzt Menschen in Deutschland helfen können, vielleicht sogar Leben retten können. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch ganz herzlich. Das war eine Sondersendung zur Lebenssituation, zur Lebensgeschichte von Afshin Seresti, ein Arzt aus Frankfurt, ein Zuwanderer, eine Fachkraft und ein deutscher Staatsbürger, der gerne Menschen in Deutschland helfen möchte. Ausführliche und weitere Informationen zu den Sendungen von Liberty and Peace Now, internationales Medienprojekt für Menschenrechte, und von Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, finden Sie im Internet bei www.radiotvinfo.org oder bei www.libertyandpeacenow.org. Mein Name ist Andreas Klamm. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund, und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund, so weit wie möglich. Bis zum nächsten Mal bei Radio TV IBS Liberty. Danke. Das war die Geschichte eines Arztes, der Menschen in Deutschland helfen will. Wenn Sie es möglich machen wollen, eine Brücke über Grenzen zu bauen, Kulturen miteinander zu verbinden
und einen Friedensversöhnungsdienst zu leisten in Deutschland und es einem deutsch-iranischen Arzt möglich machen wollen, Afshin Seresti, damit dieser in Deutschland Menschen helfen kann und auch wieder Hilfe finden kann, geben und schenken, dann können Sie uns schreiben an Radio TV IBS Liberty, Postfach 1113 in 67137 Neuhofen bei Ludwigshafen am Rhein, Deutschland. Ich wiederhole noch einmal die Adresse: Radio TV IBS Liberty, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Oder schreiben Sie direkt an den deutsch-iranischen Arzt Afshin Seresti selbst. Die E-Mail-Adresse noch einmal zum Mitschreiben: seresti@freenet.de. Noch einmal zum Aufnotieren: seresti@freenet.de, wenn es Ihnen möglich ist, einem Arzt, der deutscher Staatsbürger ist, geboren im Iran, jüdischer Herkunft, zu helfen, damit dieser in einem Krankenhaus, sei es katholisch, evangelisch, sei es ein städtisches Krankenhaus oder ein Landeskrankenhaus, eine Uniklinik oder vielleicht ja auch eine Privatklinik, dann schreiben Sie bitte an den Arzt Afshin Seresti oder an die Redaktion von Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort. Weitere und ausführliche Informationen zum internationalen Medienprojekt für Menschenrechte seit dem Jahr 2006 finden Sie natürlich auch im Internet bei www.libertyandpeacenow.org oder auch in deutscher Sprache www.radiotvinfo.org. Unsere Telefonleitungen sind freigeschaltet, wenn Sie weitere Informationen wünschen zu dem Arzt, deutscher Bürger, deutscher Staatsbürger aus dem Iran, der gerne Menschen in Deutschland helfen will, dann dürfen Sie natürlich auch gerne anrufen bei Radio TV IBS Liberty rund um die Uhr. Telefon 06236 48 90 44. Und wenn unsere Studioleitung mal belegt sein sollte oder nicht direkt erreichbar ist, dann können Sie auch die zweite Studioleitung und unsere Redaktionstelefonnummer anrufen. 06236 41 68 02, noch einmal langsam zum Mitschreiben, 06236 41 68 02. Mein Name ist Andreas Klamm-Saberort. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Verantwortlich für die Produktion von Radio TV IBS Liberty und von Liberty and Peace Now Human Rights Supporters, internationales Medienprojekt für Menschenrechte, ist Andreas Klamm-Saberort, Journalist, Schillerstraße 31 in 67141 Neuhofen oder Postanschrift Radio TV IBS Liberty, Postfach 1113 in 67137 Neuhofen bei Ludwigshafen am Rhein, Deutschland. Telefon 06236 41 6802 und unsere E-Mail-Anschrift lautet medienprojekte@radiotvinfo.org. Das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut merken. medienprojekte@radiotvinfo.org.